Wir befinden uns hier in Hochrodgar, dem Kloster der Graubärte. Seid mir gegrüßt zu Elder Scrolls 5 Skyrim. So, ja, ich würde sagen, die alten Säcke sind gerade alle im Hof draußen. Erstmal gucken, was die für Wertsachen haben. Die haben doch bestimmt Playboys unterm Bett und so. Ich meine, das sind Männer allein hier oben. Der Trank gehört schon mal sowas von mir. Haben die coole Bücher, die voll was wert sind? Nicht wirklich. Naja. Stühle. Ja, also. Ich weiß auch nicht. Moment, ich muss mal hier, das ist mir jetzt zu finster hier, pass mal auf. Verdammt. Sehr gut. Zauberei! So. Da können wir nämlich gleich ein bisschen ordentlicher gucken, was hier vor sich geht. Wozu haben die alten Männer überhaupt Gold? Was soll... Oh, gib mal her. Ja, auch wieder überall Tränke, die bestimmt ganz schön was wert sind. Tundra-Baumwolle kenne ich nicht, könnte wertvoll sein. Haufen Zutaten hier. Haben wir hier Gold drin? Nee, natürlich nicht. Braucht auch kein Mensch. Oh ja, wieder Tränke. Was haben wir hier noch? Nichts vom Wert für mich. Gibt es hier keinen Seitentrakt irgendwie? Anscheinend nicht, ne? Moment, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt hier, okay, gut. Ich war für einen Moment verwirrt, ich wusste nicht, wo ich bin. Als ob es da oben noch weitergeht. Ich frage mich nur, wohin. Gib mir mal nochmal Licht, ich will hier mal ordentlich was sehen jetzt. Das sind alles nur irgendwelche Bücher, die mir nicht besonders viel bedeuten. Hier ist die Tafelrunde, der Artus ist gerade nicht da. Äpfel, ach, das ist schön. Schneebären. Das sieht auch alles relativ unnütz aus für mich. Hier ist sonst auch nicht viel. Na gut, dann gehen wir hier mal die Treppe hoch und gucken mal, wo das hier noch hinführt. Randale! Nirgendwo führt das denn auch schön. Waren wir hier oben? Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Randale! Ja, das sind nur sehr sinnige Seitengänge, wie es aussieht, die nirgendwo groß hinführen. Oh, das nehmen wir mal mit. Ja, gut. Ich dachte offen gesagt, hier gibt es ein bisschen mehr zu entdecken, aber gut. Was soll's? Wir gehen jetzt mal nach draußen, wo unsere Ausbildung als Drachenblut weitergeht. Hier, zack. Bringt mir mal noch ein bisschen was bei. Zeigt mir noch ein paar Tricks und so weiter. Ich will lernen, ich will wissen. Aber euch nicht die Füße küssen. Dunkel war es, der Mond schien helle. Wieso gibt es denn hier eine Tür? Hier ging es doch gar nicht weiter in dem Gang. Oder habe ich die Tür noch nicht gesehen? Was passiert, wenn ich hier runterjump? Sterbe ich dann wahrscheinlich, ne? Ist aber auch ein hübscher Turm hier. Naja, wir gehen erstmal zu unseren Meistern hier. Mal gucken, was jetzt die uns noch sagen. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult. Wult. Halt, das ist mein... Geh weg, Lydia. Sei nicht so gierig, das gehört alles ihr mir. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zu Meister Bo. Er wird sein Wissen über Kult in Auftrag. Hey, Bori, wo hast du Ori gelassen? Haha. Oh, jetzt geht's los hier. Oh, jetzt geht's los. Gib mir dein Wissen, alter Mann. So, ich muss den Schrei jetzt aber bestimmt auch ausrüsten, ne? Wirbelsprint. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Na gut. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprint vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Max. Oh! Jetzt seid ihr dran.
Okay. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Ich mache jetzt voll einen Bodyslam mit dem. Hi! Lief doch gut! Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwa etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Es gibt nur 4 von euch? 5. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Okay, alles klar. Wie kann ich Parthornax, euren Anführer, treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Na gut, dann danke ich dir erstmal. Und Konzentration. Atmen und Konzentration! Wo bin ich? Ich habe mich zu sehr konzentriert. Oh, hier dürfen wir nicht weiter, weil unsere Stimme das nicht kann. Aber wir können ja mal in den Turm gucken, ob hier was Spannendes ist. Wie, hier geht's nach Himmelsrand? Ach, weil es hier direkt nach oben geht, oder wie? Ja. Genau hier wollte ich sein, denke ich mal. Ist zumindest schön hoch oben. Gut, wir haben unsere Aufgabe. Wie ist das eine Hauptaufgabe? Der Turn? Ja, der Turn ist eine Hauptaufgabe hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Mortal. Und das Lager Stille Monde ist da auch ganz in der Nähe. Aber ich würde sagen, wir gehen zuerst nach Ivarstadt zurück. Vielleicht kriegen wir eine Belohnung dafür, dass wir die Vorräte abgegeben haben. Der Diebesstein, der wäre natürlich gut, wenn wir mal wieder auf Taschendiebstahlstour gehen. Oh, scheiße. Das gibt Ärger, glaube ich. Hallo? Hier wird der Drachenblut genannt. Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Die wollen Ärger. Ja, geil. Mit dem Scheiß habt ihr nicht gerechnet, hä? So, den haben wir schon mal. Wo ist der andere? Ach, den anderen hat ein anderer schon erledigt, oder was?
Kultistenrobe, die ist einiges wert. Elender Kultist, ein anderes Drachenblut, na sowas. Schwarzer Seelenstein, der leer ist. Kultistenbefehle. Lies die Befehle der Kultisten, kann ich machen. Dafür müssen wir zu Büchern. Geht in Rabenfels am Bord der Nordmaid, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Lord Peter, bevor er Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht unseres Erfolgs zurück, dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Okay, das ist jetzt allerdings sehr unschön, was hier passiert ist. Reise nach Solstheim, nee, das können wir erstmal nicht machen. Wir haben hier genug zu tun, Freunde. Wir haben hier mehr als genug zu tun. Ah, schön, euch wiederzusehen. Alles in Ordnung mit der Lieferung? Jo, ich habe die Vorräte nach Hochrotka gebracht. Das ist ein Aufstieg, was? Aber hallo. Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. Ach, danke schön. Erstmal 1000 Gold gekriegt hier, so danke muss das. Danke mal für die Lauferei. Kein Ding. Jo, wie gehen wir jetzt weiter vor? An sich würde ich ja schon ganz gerne die Sache mit dem Horn verfolgen wollen. Oh, wie viel wir hier schon einfach mal entdeckt haben, hä? Ach, das ist Hilgruns Grab, genau, das haben wir nicht angeguckt. In den Ruinen waren wir, wann haben wir denn das gemacht? Honigstrandhöhle, Ruinen von... Wir waren hier in den Ruinen? Sicher, dass wir da waren? Das ist die Kieferhöhle? Ich muss hier erstmal hinreißen. Ich verstehe das gerade nicht. Warum mir der Name so überhaupt nichts sagt, aber angeblich hätten wir das abgeschlossen. Ach, das sind die Ruinen, wo wir die Rüstung für die Lüde... Scheiße! Okay. Du wirst ärger, lass mich vorher einen Schrei ausrüsten hier, aber ganz schnell. Find mich ruhig, ich mach dich sowas von platt, ey. Finde mich und du wirst fallen. Aber der hat mich gar nicht entdeckt, ich glaube, der will uns relativ in Ruhe lassen, kann das? Ich meine, von mir aus, ich muss mich nicht mit dem kloppen. Ich habe ganz andere Sachen aktuell zu tun. Wir gehen nämlich zu den Stellen von Weißlauf und von da aus gehen wir mal zu diesem Banditen-Heini. Wird Zeit, dass wir uns das Lösegeld da mal holen. Es ist Dach. Aber wieso sieht er mich? Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. So. Was denn? Was? Nein! Nicht töten! Och man, du sollst den nicht töten. Ja, weißt du, und ich krieg wieder das ganze Kopfgeld, weißt du? Du bist doch völlig bescheuert. Gilt das eigentlich als gestohlen, wenn ich das hier einfach mal mitnehme? Meine Herren. Ach, das Kopfgeld können wir auch wann anders bezahlen. Lydia, ganz ehrlich. Wo muss ich hin lang? In die Richtung nicht. Ich muss nach. Eigentlich muss ich in die Richtung. Dahinter muss ich. Okay. Ich denke, das kriegen wir durchaus hin. Hier ist schon wieder so ein Riesenlager. Ich frage mich, ob wir den Riesen schon gewachsen sind. Ob wir die attackieren können oder ob die dann eher sagen, nee, pass mal auf, meine Keule zerschmettert dir sowas von den Schädel. Gib mir mal den Bogen hier oder was. Oh, da unten sehe ich ihn doch schon rumtrappeln und der hat auch seinen Mammut mit am Start. Ja, geh halt plötzlich doch in eine andere Richtung, Miststück. Habe ich nicht gesagt. Hey, da ist ja auch direkt irgendeine Burganlage. Da können wir auch mal gucken gehen. Wir haben hier schon wieder voll viel zu entdecken. Habt ihr das gemerkt? Also ich hab's gemerkt.
Oh, das sind gleich zwei von denen, hä? Oh, der hat gesessen. Du bist groß und unbeholfen, mein Freund. Und du kommst mir jetzt doch ganz schön zu nah. Oh, gib mir ganz schnell das hier. Wer? Wer kommt denn da jetzt? Jetzt kommen ja auch noch bezahlte Raubbolde an, oder was? Hilfe. Wer will zuerst? Mach ihn fertig. Goldkontrakt. Wer ist denn hier schon wieder auf mich angesetzt worden? Hä? Ich will das wissen. Gold, immer noch Kontrakt. Gold und immer noch Kontrakt. Wer ist denn diesmal sauer auf mich? Hier ist die Summe, auf die wir uns geeinigt hatten. Ich verlasse mich darauf, dass ihr Lord Peter dafür büßen lassen werdet, meine große Liebe Skulva Säbelgriff getötet zu haben. Kehrt mit einem Beweis eurer Tat zu mir zurück. Aha. Dafür kann ich doch nichts. Als ob sie direkt irgendwelche Leute auf mich ansetzen hier so. Boah. Lauf, lauf, lauf. Ah, ich kann nicht ziehen. Oh, fuck. Mammut! Au! Ja, also. Eventuell lief das alles nicht unbedingt, wie wir es geplant hatten, aber eventuell haben wir dadurch auch eine Chance, allgemein Ruhe zu kriegen. Das dachte ich mir nämlich, weil wir jetzt nämlich hier sind. Von daher ist die ganze Kopfgeldgeschichte noch überhaupt gar nicht geschehen. Gut für uns. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Mann, ich bin aber voll schlecht. Nur eines ist besser als ein schnelles Schlachtross zu reiten. Ein schnelles Schlachtross über den Feind hinweg zu reiten. So, dankeschön. Diesmal hat es doch gut geklappt. So. Und jetzt nochmal zu der Sache mit den elenden Kleinen. Aber ich finde das spannend. Wir haben den umgebracht, sind dann weitergegangen und just in dem Moment hat er dann schon Leute auf uns angesetzt, der miese kleine Hund. Als ob der wusste, was geschieht. Wie ich ihn hasse. Den komischen Heidi da, der voll was auf uns angesetzt hat. Ey, das will ich nie wieder. Das will ich nie wieder, sowas. Das kann ich euch aber sagen. Idyllische Musik, schöne Landschaft. Ich liebe es. Wären dann nicht die großen, bösen Bewohner hier. Und diese Burg da hinten, die reizt mich auch. Also die werden wir uns auch noch krallen. Aber wir haben ja im Prinzip auch wirklich alle Zeit der Welt hier ganz in Ruhe zu machen. Das, worauf ich mich irgendwann
sehr aktiv stürzen will, ist die ganze Sache natürlich mit den Vampiren. Aber bisher ist von den Vampiren ja noch nicht mal irgendwas zu sehen gewesen. Hat ja gerade erst auch angefangen mit den Kultisten, aber ich denke, bald werden wir die Vampire leider zu Gesicht bekommen. Aber ich würde sagen, bevor wir hier die große Schlacht anfangen gegen die Riesen, werden wir hier erst einmal Schluss machen und beim nächsten Mal weitermachen, denn unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen, Freunde. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen. Kommentare sowieso immer. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.